Ach, das ist ja schön. Wenn hier gar nichts ist. Dementsprechend muss man auch gar nichts vorbereiten. Auf der anderen Seite wird dann, ich werde es mal versuchen, wird ein Geierschild sein. Also Falkenschild meine ich. Hier ist auch nichts. Hammer. Wieder auf den Fahrstuhl warten. Wieder auf den Fahrstuhl warten. Währenddessen ein bisschen heilen. Wow! Dieses Spiel, es zerrt an meinen Nerven. Es will nicht enden. Ging es hier schon immer, also noch nie lang, schon immer nicht lang? Es gibt so viel, was man, Alter, das ist ja schlimmer als die sieben Portale, wo man immer nie, also wo man immer nicht wusste, nein, wo man nie wusste. Was kann ich jetzt hier machen? Was könnte ich nicht machen? Was könnte ich woanders machen? Ja, wo bin ich zum Beispiel jetzt schon wieder? Ah, hier bin ich noch nie lang geschwommen. Noch einer, noch einer. Vier Stück. Ein Rad. Was das Rad wohl bewirken wird. Ob wir dann da durchkommen? Ich glaube ja nicht, dass das Rad direkt... Mist. Sind wir auf mich allein gestellt jetzt? Da oben kann ich durch. Hier kann ich durchgucken und da kann ich durchgehen. Mystische Urne. Das war's? Nee, komm, das war's doch noch nicht. Ist hier nicht noch ein Secret? Oder so? Dahinter zum Beispiel? Nein, definitiv nicht. Auch wenn hier rote Dings sind. Wahrscheinlich unten dann. Okay, ich lasse mal wieder abfließen. Ja. Ist es jetzt weg? Es ist nicht weg, es ist immer noch da. Jupp. Also einmal zurück. Hier gibt es wahrscheinlich noch nichts zu holen. Aber wir hätten die Karte schon mal erkundet an diesen Stellen. Von der anderen Seite kam ich oder war ich schon mal oder... Was ist das? Gegen den Strom hier. Ach, hier ist... Portal. Ist direkt neben mir was gespawnt jetzt? Nein. Hier ist definitiv ein Portal, was ich auch schon mal betreten habe. Muss nur kurz gucken. Ich war jetzt über... Ah, ne, da war ich noch nicht. Komme ich da schon rein? Okay, ich muss jetzt nochmal, auch wenn es nervt, zurückgehen. Beziehungsweise auch wenn ich keine Ahnung habe, wo ich jetzt lang gehen sollte. Ich guck mir das einfach mal an. Hier bin ich in der Hauptkanalisation. Von hier aus gehe ich diesen Weg. Da lang. Ne, nicht da lang. Da lang. Genau, da lang und dann darum. Genau. Hier sind Monster. Viele Monster. An dieser Stelle... Sollte etwas sein. Ja! Eine Fackel. Eine Fackel. Ich glaube nicht. Die kann man echt alle aufmachen. Dann sollte ja an der Stelle hier auch was sein, oder?
Warum geht genau das noch nicht auf? Wahrscheinlich, weil da ein Portal hinter ist. Sieht so aus von der Aufteilung, von der Aufmachung her sieht das aus wie ein Portal. So, jetzt hätte ich aber alles. Na gut, die Fackel war es jetzt nicht wirklich wert, muss ich sagen. Du stirbst. Andererseits... führte uns dieser Weg wieder zurück, den wir hier durchgehen könnten. Dahin, wo wir letztendlich herkamen. Und zwar, ich habe das schon wieder vergessen. Da wollten wir nicht lang. Wenn wir da schon waren, da waren die Kugeln. Nee, da waren die. Hä, was waren da? Naja, wir gehen erstmal durch. Dieses Portal wieder zurück in den Kerker, denn hier ist, selbst hier haben wir noch nicht alles erkundet. Und ich habe persönlich. Achso, das ging ja da unten rein, richtig? Zu dem Portal. Zum Portal, meine ich. Hier durch, glaube ich, ging das zum Portal. Ah, das war die Ausdünstung. Genau, man ist quasi runtergefallen. Und wenn jetzt steht, bitte springen drücken zum Sterben, dann ist ja aber was los. Gut, wollte ich nicht. Ich erinnere mich gerade. Ich muss... ist ja schon so lange her. Ich habe wieder vergessen, irgendwie... muss ich das mal erzählen, dass ich das schon wieder vergessen habe, hier jetzt richtige Knöpfe zu drücken, beziehungsweise zur richtigen Zeit anzusagen, dass wir das Video wechseln. Aber ist egal. So wird das hier jetzt eben nicht jedes Video angesagt. Ich werde beim Schneiden wieder totale Probleme haben, habe ich das Gefühl. Aber ist ja nicht so wild jetzt, ne? Mich tät interessieren, wir brauchen ja eigentlich den Axtschlüssel noch, ne? Wir müssen ja zum Galgen irgendwie noch gelangen. Wo kamen hier die Monster her? Wo habt ihr? Wo kommt der? Wie geht das, dass ihr so viele seid? Warum? Mein Name ist Legion, denn wir sind viele, oder was ist das hier? Moment, der Raum ist neu. Ist der Raum neu? Nein, die Karte wollte ich aufrufen. Ja, der Raum ist neu. Hier waren wir nämlich schon drinne. Der andere Raum war neu. So, mal sehen, ob es auf der anderen Seite auch noch so einen Gang gibt. Ja, vermutlich nicht. Alter, wie sieht denn das hier aus? Ist das krass. Also wie groß das ist. Groß. Wer sich das ausgedacht hat. Diese ganze Scheiße hier. Also dieses ganze Level hier. Hier ist ein Kerker. Ah, das bedeutet wahrscheinlich alles überhaupt nichts. Legen wir nochmal den Schalter um. Gehen wir nochmal hier durch. Ah, jetzt ist beides zu. Nee. Jetzt eins wieder offen. Nee, beides zu. Gut, ich leg mal nochmal den Schalter um. Ich leg mal das Mutantenfieder um. Und guck, ob ich hier durch kann, zufällig. Nö, kann ich nicht. Wenn, dann müsste man ja echt hier durchkommen. So in der Mitte. Aber das kann es ja wohl nicht sein. Denn es klappt ja nicht wirklich. Ja, in diesem riesigen Palast hier war ich auch schon drinnen. Ich habe auch schon einige Monster hier besiegt, also ihr seid nicht die Ersten, die ich euch erzählen. Ihr wäret nicht die Ersten, die hier den Tod finden. Andererseits weiß ich auch nicht, wie es weitergeht.
Warum spawnen hier so viele Monster? Also echt. 1000? 2000? Ob es hier einen Counter gibt in dem Spiel, wie viele Monster man letztendlich getötet hat? Boah. Das ist ja eine Wave nach der anderen hier. So, den hatten wir aufgemacht und aktiviert. Dadurch kamen wir ja in den komischen Dings da. Och nee, kein Bock jetzt auf euch. Dich konnte ich nicht mehr drücken. Hier kam ich wo lang? Ach, hier oben hin. Boom. Zaza. Achso, da kam ich da hinten hin. Oh, jetzt bin ich schon wieder umhergegangen, ne? Umhergerannt bin ich, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe das Gefühl, hier gibt es nichts mehr für mich zu tun. Also im Ernst, ich habe das Gefühl, hier gibt es nichts mehr für mich zu tun. Vielleicht sollte ich hier noch das Mana einsammeln, was mir geschenkt wird. Und das Mana einsammeln, was mir geschenkt wird. Und das Mana einsammeln. Und dann hier so schnell wie möglich raus. Hin zum Galgen, denn da hat sich ja offensichtlich eine Tür geöffnet, wie wir uns erinnern können. Wie aber kamen wir jetzt wieder zum Galgen? Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt folgenden Weg. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo in der Nähe nicht vielleicht ein Portal sein könnte. Deswegen nehme ich den Weg, den ich kenne und den ich jetzt auf Anhieb finden würde. Und das ist dieser hier. Nee, nicht dieser hier, sondern dieser hier. Und wir gehen noch einmal in die Ausdünstungen. Ausdünstungen vor Ihnen. Auf geht's. Knopf drücken. Wir machen uns die Mühe und wo wollten wir nochmal lang? Hier ging's lang, nicht wahr? Wir haben hier eigentlich schon alles gekillt, was ging. Wir machen uns die Mühe und gehen zur Leidensburg. Und zwar auf dem Weg. Ne, hier sind wir falsch. Nö, hier ist das Mana. Also von wegen, hier sind wir falsch. Wir gehen zum Galgen, wollten wir, genau. Ich weiß zwar nicht, welche Tür sich da jetzt geöffnet haben könnte, aber offensichtlich hat sich da ja eine Tür geöffnet. Und offensichtlich konnte man hier? Woanders? Du stirbst erstmal. Woanders? Der Raum mit den vier Portalen. Hilft mir mal bitte jemand auf die Sprünge. Hier durch. Was ist das hier hinten? Hier muss es doch weitergehen. Offensichtlich nicht. Hier war das nicht. Was ist das für ein Raum? Hier war ich ja noch nie. Doch, hier war ich schon. Das ist die Outside from the World. Hatte ich hier einen Schalter umgelegt? Ja, hatte ich einen Schalter umgelegt, glaube ich. Mensch, Leute. Was ist denn das hier? Was wird denn das hier? Ich kann doch hier nicht ewig umherirren, nur weil ich Portale suche. Wieder rein. Durch das Blutgeleier hier durchgesprintet. Ach, da ist es. Jetzt aber. Jetzt sind wir aber da. Jetzt müssen wir es noch schaffen, bis nach hinten zu springen. Oh Mist. Aber wobei, ich könnte ja mit dem Fahrstuhl immer mal wieder hochfahren. Da wollen wir hin. In die Leidensburg. Und durch die Leidensburg wieder in den Kerker. Nein, nicht in den Kerker. Im Kerker waren wir gerade wieder zum Galgen. Oh ja. Oh ja, jetzt tut das gut. Jetzt tut das richtig gut. Und noch eine. Oh ja.
Das fühlt sich gut an.